Rot-Grün in Niedersachsen hat in den letzten 4,5 Jahren eine Bilanz hingelegt, die ist vernichtender, als man es sich kaum vorstellen kann. Vergabeaffären, Chaos. Schulchaos. Sicherheitschaos. Staatskanzlei versinkt im Chaos. Und ich sage es hier und heute und immer wieder, wenn mein Staatskanzleichef erklären würde, dass in meinem Umfeld nur noch Chaos herrschen würde, der hätte ganze 2 Möglichkeiten. Und dafür hat er 2 Minuten. Entweder zur Tür raus oder aus dem Fenster. Ich kann Sie beruhigen, die Staatskanzlei ist nicht besonders hoch. Er wird sich nicht verletzen oder Sie. Wie auch immer, das ist Chaos hier in Niedersachsen. Und dieses Chaos werden wir am Sonntagabend in wenigen Stunden beenden. Ich zähle auf Sie. Ich hoffe, dass Sie genauso wie ich dafür jetzt mit allem, was wir haben, kämpfen. Ich bin bereit dazu. Möchten Sie, dass in diesem Bundesland am Ende jemand mit in der Regierung ist, der dafür sorgt, dass alle ein Bleiberecht bekommen, egal woher sie kommen, egal wann sie kommen, so wie es die Linken wollen? Wollen Sie allen Ernstes? Ich habe die Vertreter vom BUND draußen gesehen. Aber wissen Sie was, bei aller Wertschätzung gegenüber dem BUND, ich möchte nicht, dass am Ende Umweltaktivisten bei VW im Aufsichtsrat sitzen, so wie die Grünen das wollen. Viel Spaß, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei VW, wenn die Grünen in Niedersachsen in den Aufsichtsrat ziehen. Das wird eine Katastrophe für unser Land. Es geht um 120.000 Arbeitsplätze. Wer das nicht will, der muss an diesem Sonntag beide Stimmen der CDU geben. Alles andere ist keine Alternative für unser Land. Dass Abu Walla, der Hassprediger, der führende Kopf der S, hier in Niedersachsen 2-mal unerkannt aus- und einreisen konnte. Oder aber Anis Amri auch hier in Niedersachsen in Hildesheim sein Unwesen getrieben hat. Wer in einer solchen Situation erklärt, dieses Land sei überall sicher, der redet die Unwahrheit. Ich möchte, dass die Menschen in diesem Bundesland vor Terror geschützt sind, vor Linksextremismus geschützt sind, vor Rechtsextremismus geschützt sind. Und ich möchte, dass die Bürger dieses Landes in Wahrheit auch stark vor Einbruch und Diebstahl geschützt sind. Es muss Schluss sein, dass alle 30 Minuten in Niedersachsen eingebrochen wird. Und nur mit der Union wird es Sicherheit für die Bürger in diesem Land geben. Aber was Herr Mayer zu verantworten hat, dass wir als Union in diesem Bundesland uns beschimpfen lassen müssen, als schwarz-gelbe Hetzer, oder dass wir entgelagert werden müssen. Liebe Freunde, das ist nämlich die Rhetorik der Rechten, die der Herr Mayer da benutzt und seine Genossen. Das müssen wir uns in Niedersachsen nicht bieten lassen. Und deshalb kämpfen wir am 15. Oktober bis 18 Uhr um jede Stimme, damit wir in der Mehrheit sind. Aber was nützt es, wenn wir viele Polizistinnen und Polizisten haben? Das ist notwendig, natürlich. Aber Sie müssen auch das rechtliche Handwerkszeug dafür in die Hand bekommen, dass Sie handeln können. Und es war die Union und es wird auch die CDU-geführte Landesregierung sein, die sagt, wir können uns nicht damit abfinden, dass Wohnungseinbrüche einfach an der Tagesordnung sind. Sondern wir müssen dann auch das Strafmaß erhöhen. Das haben wir mit viel Mühe im Bund gemacht. Wir müssen dann an anderer Stelle auch die notwendige Videoüberwachung geben. Was ist denn das für ein Signal? In Zeiten wie diesen das Vermummungsverbot zu lockern und die Pyrotechnik in den Stadien verstärkt wieder einzuführen. Da kann doch kein Mensch denken, dass man sich dann wirklich um innere Sicherheit kümmert. Und so etwas muss sich ändern. Die Signale müssen eindeutig sein. Wir tolerieren keinen Verstoß gegen die Sicherheit in unserem Lande. Und wenn ich höre, dass an niedersächsischen Schulen jeden Tag 3000 Stunden ausfallen, dass das Schuljahr erstmal mit chaotischen Zuständen beginnt, dann kann ich nur sagen, das ist genau das Gegenteil von dem, was unsere Kinder heute brauchen, um auf die Welt rasanten Wandels vorbereitet zu werden. Jede Unterrichtsstunde wird gebraucht und jede neue Methode zu lernen, auch gerade angesichts der Möglichkeiten der Digitalisierung, das wollen wir gemeinsam durchsetzen. Aber das heißt dann natürlich auch wirklich mit Verantwortung übernehmen. Und die Zeiten in den nächsten Jahren werden natürlich nicht einfach für die gesamte Automobilindustrie. 890.000 Arbeitsplätze in Deutschland hängen für Automobilbauer und Zulieferer nur von der Automobilindustrie ab. Das sind 20% unserer gesamten industriellen Wertschöpfung. Und deshalb brauchen wir ein zukunftsoffenes, ein technologiefreundliches Niedersachsen mit genau so einer Landesregierung. Weil ein irrsinniger Wandel vor der Automobilindustrie steht. Wir wollen keine Fahrverbote. Denn die landwirtschaftliche Situation, das wissen Sie, zwischen Bayern und Niedersachsen ist auch nochmal sehr unterschiedlich. Und ich komme wie Sie auch aus dem Norden, nur ein bisschen weiter östlich.
Und ich sage mal, wenn die Säule 1 in der Agrarpolitik der Europäischen Union gleich ganz abgeschafft werden soll, dann müssen wir unser Veto einlegen und da brauche ich starke Länder, die mich dabei unterstützen. All diese Bürokratie, da müssen wir daran arbeiten, dass das wegkommt, damit sich die Bauern wieder auf das konzentrieren können, was sie wirklich umtreibt, sich ordentlich um ihre Tiere und ordentlich um ihre Felder zu